Hola Schütze, welcome back zu deinem Juni-Reading. Ich und du. Ja, vom 39.05. bis zum 14.06. der Supervollmond wartet auf uns. Jetzt sind wir so in der Halbzeit. Gucken wir doch mal, was da abgeht bei dir und deinem Gegenüber. Bin schon echt gespannt. Und vor allem heute auch Portaltag. Also die Energien sind richtig extremely. Falls du merkst, dass diese Situation nicht mit dir resoniert, erzwingt keine Energie, dann ist es nicht dein Reading, vielleicht ist ja ein Impuls dabei oder ansonsten das nächste Mal. Was noch? Ja, ich werde das Ganze hier natürlich mit einem astrologischen Tarot klären. Hab ich gemacht, könnt ihr bei mir bestellen. Das sind 50 Karten, damit kann man auch sein Horoskop legen oder auch gucken, welche Energien das heute sind, welche Konjunktion. Konjunktion gibt es auch, das sind Verbindungen. Wenn ihr euch für Astrologie interessiert, könnt ihr auch auf meinen Channel kommen, da erzähle ich ganz viel darüber und was man so Schönes machen kann, alles dazu. Ja, aber jetzt erstmal du und ich, eure Energie, Hauptenergie. Dann schaue ich mal mit einem Tarot noch rein, was ich da noch ergründen kann. Ich habe ein bisschen was Neues dabei. Zu guter Letzt gibt es ja immer eine Energiekarte, gesunder Weg. Eine Energiekarte, nee, lieber nicht gehen, sonst sagt das Universum, ja, du bist frei, freier Mensch, kannst ja dann selber entscheiden, was du machst, aber wir helfen dann nicht mehr dabei. Und es gibt noch eine Themenkarte, die ist auch neu. Da möchte ich als erstes direkt reinschauen, was so eure Message ist. Und das ist das Work Your Light Orakel. Da gucke ich auch direkt rein, das habe ich schon gemischt. Was das jetzt so. Ja, die Karte spricht mich schon direkt an. Zerbrich die Kette. Ahnenmuster heilen, die Zukunft neu schreiben. So, hier euer Thema für heute. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was für Energien bei euch dann noch sind. Gut, dann lege ich auch mal los für dich und dein Gegenüber, lieber Schütze. Was die erste Junihälfte für euch bringt. Für dich und dein Gegenüber. Ja, ich habe auch schon vorgeschaffelt natürlich. Ein bisschen erkannt, dass man da so ein bisschen war, es war mal schön. Ja. Eure Hauptenergie von euch beiden Hübschen, haben wir den Merkur. Merkur ist auf euch beide, kommt die Analyse, die Jungfrau-Energie ist das auch, sechster Haus, zu prüfen, ob diese Verbindung wirklich euch gut tut, euch Energie gibt oder euch Energie nimmt. Ob es Schmerz auslöst oder euch positive Energie gibt, ob es zu euch passt vor allem. Ob ihr damit effizient arbeiten könnt oder ob man sich hier auch eventuell verstellen muss. Muss man nicht. Ob man sich verstellt, weil man da ein gewisses Ziel erreichen will und pulvert ganz viel Energie da rein. Und das mal hier zu prüfen. Also Planetenenergie ist immer Energie, die von außen auf euch beide wirkt, hier in diesem Reading. Und Merkur ist, das mal zu analysieren. Also, eure Hauptenergie ist die Analyse. Ein bisschen habe ich das Gefühl hier mit Ahnenmuster, heilen, die Zukunft neu schreiben, dass da ein bisschen Veränderung reinkommen soll. Haben wir ja jetzt die perfekte Mondphase oder Junizeit auch mit den Planeten. Eure aktuelle Energie ist der Pallas, die Problemlösung, der Löwe und der Mond. Eure Situation wird aktuell beleuchtet mit dem Pallas. Und der Pallas ist die Problemlösung. Der schaut, was hatten wir in der Vergangenheit wirklich, was ist jetzt und was bringt mir die Zukunft noch. Und versucht alles miteinander zu verweben. Welche positiven Seiten gibt es, welche negativen Seiten gibt es,
das bringt mir das Ganze. Und es geht darum, auch in seiner Löwenenergie zu bleiben. Also Löwenenergie ist Sonnenenergie, Sternzeichen sind die eigene Energie, die man hat. Und da geht es darum, selbstbewusst zu sein, für sich einzustehen, das Leben zu genießen. Das ist auch so eine Sommerzeit, der Löwe. Der ist im Rampenlicht, der kann andere auch aufbauen und pushen. Und in dieser Energie ist man momentan. Aber man merkt auch, dass auf diese Verbindung noch gewisse Ängste kommen. Der Mond gehört zum Krebs und zum vierten Haus. Da geht es um emotionale Nähe, um Familienthemen. Vielleicht hat man da auch gewisse Verhaltensmuster, die man noch so aus der Kindheit kennt und die man immer noch an den Tag legt. Ist aber auch das Unterbewusste. Und dann wirkt so auf euch jedes Mal, wenn man in seiner Energie ist, kommt dann nochmal schön der Mond drauf. Wo man denkt, nee, also irgendwie, irgendwas ist da noch. Wir können auch so unterbewusste Gewohnheiten sein. In der Gegenwart haben wir leider, lieber Schütze, und ich würde diese Karte langsam echt gerne aus meinem Deck entfernen, aber ich merke, es ist wichtig. Das Universum sagt, es ist wichtig. Haben wir den Südknoten. Das ist das karmische Gepäck, das man mit sich trägt. Das sind Aufgaben, wo das Universum jetzt gerne möchte, dass man das bearbeitet. Und genau diese Verbindung geschickt bekommen hat, weil nur diese Verbindung angeblich hier das aufweisen kann. Und das sind Sachen, wo man sich noch selber ja, nicht aus der Komfortzone rausgehen möchte, wo man sich selber im Weg steht zu seinem Ziel oder zu seinem Richtigen, wovon man träumt. Da baut man sich dann selber so eine Mauer dahin, verstellt sich eventuell, handelt, wie man noch aus der Kindheit gehandelt hat, was aber eigentlich nicht die eigene Definition der Persönlichkeit ist. Und von außen auf eure Verbindung kommt immer Mars. Mars kann Streit sein, Mars kann sehr, ist sehr viel geben auch. Also hier wird schon viel gegeben. Mars ist ja die Frühlingsenergie, wo eigentlich alles sprießt. Ruhe Energie, männliche Energie. Und die wirkt immer so auf eure Verbindung ein. Entweder hat ja einer nur viel gegeben oder ihr habt beide auch eigentlich gut was gegeben. Kann aber auch sein, dass diese Verbindung hier Streit ausgelöst hat. Impulsivität. Mars ist auch der Kriegsplanet. Und das wirkte auch auf diese Verbindung. Er kann auch sehr erotisch und sehr leidenschaftlich sein, seinen Samen dahin sprießen, damit die Fruchtbarkeit kommt. Aber mit der Jungfrau sehe ich ja auch eure Energie, das hat einen immer wieder in diese Energie gebracht, das zu analysieren, zu gucken, ob einem diese Kompetenz auch wirklich gut tut. Irgendwie mache ich was, aber was vielleicht nicht gesund ist. Die Jungfrau gibt auch gerne, achtet auf Details. Ja. Und ist ja auch momentan eure Hauptenergie, die so auf diese Verbindung wirkt, Merkur. Das ist nämlich hier das Sternzeichen dazu. Ja, hier wird geguckt. Durch diese Analyse merkt ihr, okay, man braucht da so eine Weisheit, um hier auch in seiner Löwenenergie, in seinem Selbstbewusstsein zu bleiben, auch für sich einzustehen. Ne? Das macht der Löwe auch. Weil da immer wieder von außen so Ängste getriggert werden. Unbewusstes. Unbewusstes kam immer wieder auf euch zu. Bei dir haben wir Schütze. Saturn, der IC und der Skorpion. Ja, für dich wirkte diese Verbindung auch, also auf dich wirkte das so sehr Regeln, Strukturen, Gesetze. Man musste immer wieder für sein Recht kämpfen, vielleicht auch. Oder man hat gemerkt, da sind immer wieder Grenzen, die einem gesetzt werden, wo man nicht weiterkommt. Ist auch Autorität. Zäh bleiben. Und so eisern daran zu arbeiten, so richtig emotionslos und okay, ich ziehe das durch, weil ich will das. Komme, was wolle.
So wirkte das Ganze hier. Und ICE ist schon wieder das Unterbewusste. Schöpferische Potenzial. Ich glaube, du fühlst das richtig, dass das das Richtige ist. Na, wenn man sich da wieder mal dran erinnert oder auch in sich fühlt, da kommt dann wieder so eine Energie, wo man sagt, ja Mann, aber ich fühle das ja. Und deswegen ab in die Transformation. Hier muss irgendwie was losgelassen werden und was Neues begonnen werden. Das kann auch nur ein Kapitel sein, das muss nicht das Buch geschlossen werden. Aber auch für sich einzustehen und zu sagen, wo die Grenzen sind und wo es einfach auch nicht weitergeht. Das ist hier ziemlich Wasserenergie und hier haben wir ein bisschen Erde bei dir. ICE ist auch innere Themen, innere Kindthemen. Und da will was transformieren bei dir. Ich mache das gerade auch durch. Wie Kurt Treppenwein heißt er, glaube ich, sagt. Er sagt, dass das Leben einfach ist. Kommt drauf an, wie man es sieht. Bei deinem Gegenüber haben wir dritte Haus, Familienleben und Pluto. Ihr habt beide unten die Transformation. Herzlichen Glückwunsch. Oder es ist die Transformationskraft, die hier auf dein Gegenüber wirkt. Das bedeutet du, weil du bist ja in der Energie, mein lieber Schütze. Und das wirkt ja auf dein Gegenüber. Aber fang mal oben an. Dritter Haus, Kommunikation, Zwillingsenergie. Häuser sind immer die Aufforderung. Dein Gegenüber weiß, dass man eigentlich darüber sprechen müsste, sich austauschen müsste, die eigene Wahrheit erzählen müsste. Aber man kommt noch nicht so in die Energie. Weil wenn man darüber nachdenkt, kommt hier immer der Komiceres, der beleuchtete Themen. Und da geht es ums Familienleben. Und auch da merkt dein Gegenüber, dass da eigentlich Transformationszeit ist. Pluto ist auch danach zu graben. Was will man wirklich? Detektivarbeit, Chirurgie. Und wenn man das dann geschafft hat, dann kommt der Erfolg erst mit Pluto. Und das Familienleben, also Ceres, da geht es um Fruchtbarkeit. Da geht's, kann man Trost geben, kann man Trost nehmen, ist das ausgeglichen, ist man in seinem Selbstwert, ist das eine gesunde Beziehung, habe ich da noch Mutterthemen, ist das auch. Das dreht sich da jetzt alles. Ja. Ich guck mal mit dem Tarot rein, was da noch so bei dir und deinem Gegenüber ersichtlich wird hier in dem Ganzen. Ich sehe bei dir, du machst dich an deine Arbeit. Das finde ich auch ganz gut. So, für mein Schützen und das Gegenüber. Für den Saturn haben wir die Hohepriesterin. Du hast dein Wissen. Für den IC haben wir 9 der Münzen. Das ist wirklich im Selbstwertsein haben. Auch geben können. Und für den Skorpion haben wir den Eremiten. Passt super. Für dein Gegenüber haben wir fürs dritte Haus den Ritter der Schwerter. Das ist auch so ein Ziel ansteuern und dann machen. Fürs Familienleben haben wir 9 der Stäbe. Was diese Fruchtbarkeit angeht. Ja, das ist ein Thema, was nicht so leicht für dein Gegenüber ist. Da ist viel Belastung drauf. Und für Pluto haben wir Temperance, die Mäßigkeit, Hauptenergie bei euch beiden, 10 der Kelche. Wow, Hut ab. Das ist schön. Ach, das mag ich gerne. Das mag ich gerne. Also ich merke auch so, dass hier sehr gemischte Energien, ein bisschen Wasser, ein bisschen, ihr seid gerade so in der Gefühlswelt, weil der Mond kommt ja auch genau jetzt auf euch zu. Ein bisschen Feuer. Aber viel Sprechen sehe ich gerade nicht so bei euch. Du hast ein hohes Wissen. Saturn ist auch eisern, sein Ziel zu erreichen. Diese Regeln und Gesetze. Und was du da intuitiv fühlst,
Das ist auch richtig. Ja. Aber du weißt auch ganz genau mit deinem hohen Wissen, dass man hier noch so ein bisschen innere Sachen, innere Kindthemen bearbeiten darf, um hier wirklich auch in seine eigene Stabilität zu kommen. Und vielleicht auch so Sachen, ne, was dein Gegenüber da für Schabernack treibt, das dann auch für sich einzustehen und zu sagen, nee, mir nicht. Und nicht, okay, ich mache mit. Sich einzustehen. Das ist die Karte für sich einzustehen. In seiner Stärke zu sein. Und dann kann man nach dem Vögelchen gucken. Skorpion, Eremit. Und damit sehe ich auch so ein bisschen Rückzug von dir mit dem Eremiten. Ne? Der ist so der allein, also er hat sein Wissen, Transformation, er hat sein Wissen. Da geht es um ja, Dinge auch loszulassen. Ich glaube, du weißt auch, Schütze, dass das hier. Ich gehe mal meinen Weg alleine erstmal in meiner Kraft. Ich habe hier mein Lämpchen. Für mich ist das klar, auch so dunkel die Situation momentan ist. Skorpionenergie ist genau das. Auch in seine Schattenthemen zu gucken, aber nicht so voller Angst, sondern so richtig gesettet. Der Eremit hat sein Wissen und die Hohepriesterin. Also das sind schon zwei starke Karten bei dir, lieber Schütze. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Bei deinem Gegenüber haben wir Kommunikation und Ritter der Schwerter. Man ist noch nicht in dieser Energie drin, aber man weiß, dass man damit in den Erfolg kommt. Vielleicht geht er das auch an, dein Gegenüber, weil eigentlich der Ritter der Schwerter, wenn er dann was im Kopf hat, das dann auch genau umsetzt. Vielleicht ein bisschen zu hastig. Aber das ist auch mutig sein und ja auch mal Dinge riskieren. So, Attacke! Weil man weiß auch, dass hier diese Erde hart belastet ist. Aber nach 10 der Stäbe kommt halt der Neuanfang. Also mehr geht jetzt auch nicht mehr. Kann natürlich auch sein, dass hier eigene Themen noch sehr belastet sind und man das jetzt so merkt. Und die jetzt angeht mit dem Ritter der Schwerter, auch hier dritte Haus, Zwilling, ne, der eigene Wahrheit zu finden. Und auch der Ritter der Schwerter ist Luft- und Gedankenenergie. Und hier Temperance und Pluto ist, ja ist so die Heilungskarte, ausgewogen sein, zu wertschätzen und Wertschätzung zu bekommen und zu geben, im Ausgleich zu sein. Und danach gräbt man jetzt ja auch ein bisschen, um in diese Energie zu kommen. Ja, finde ich ganz auch so die Heilungskarte, die Mäßigkeit, sehr schöne Karte, so wie Phönix aus der Asche ein bisschen. In der Zukunft haben wir bei euch Steinbock, Chiron und Merkur. Auch sehr cool. Steinbock, ja. Steinbock mag Sicherheit, mag Stabilität, das sind so Sachen, auch manchmal nicht aus der Komfortzone gehen. Steinbock ist auch Gewohnheiten, ne? Steinbock ist im Tarot auch der Teufel. Also Sachen, an die man sich geklammert hat, eventuell, weil ja, was Neues angehen und alles loslassen, oh Gott, ja. Ich habe jetzt momentan alles losgelassen. Also mehr kann ich jetzt nicht mehr verlieren. Mann, ich bei. Ja. Also das habe ich jetzt alles nicht mehr. Das ist sowas, Sicherheiten. Und aber auch sich mal aufs Neue einzulassen. Und ich sehe hier, das wird auch geheilt. Also man ist hier in dieser Steinbock-Energie. Kann auch sein, dass man sich jetzt mal neue Regeln und Gesetze geschafft hat. Oder auch sagt, das ist meine Grenze und nicht weiter. Das ist auch der Steinbock. Autorität. Da musst du mal für dich reinfühlen, um was es hier genau geht. Das ist so nur, was ich mit dem Steinbock sehe. Geerdigt, stabil sein ist das auch. Sicherheiten, aber auch, an die man sich manchmal klammert. Und der Steinbock geht auch eisern seinen Weg. Klar, der muss auch nach links und rechts gucken. Dann steht er allein an der Bergspitze und sagt: Ja, ich habe mein Ziel erreicht. Und dann so: Hallo, ist da jemand? Ist dann natürlich auch sad. Aber genau dieses Thema bringt hier Heilung, bringt den Chiron. Und der ist genau jetzt auch in der Planetenenergie krass am Wirken. Und ja,
wenn man in dieser Steinbock-Energie ist in Zukunft, heilt man auch. Und dann kommt auch wieder Kommunikation auf euch zu. Und ich sehe dein Gegenüber so ein bisschen mit dieser Kommunikation, weil das auch so außen, ne, Planeten, Außenenergie ist. Saturn habe ich bei dir und in der Zukunft der Steinbock, der dazugehört, sehe ich dich so mehr drin. Und da kommt dann Heilung. Du bist da im Defin, du fühlst da jetzt mit deiner Hohepriesterin, das geht für mich klar, das nicht. Du bist dann in deiner Energie, so sehe ich das in der Zukunft. Das bringt auch Heilung in das Ganze. Für dich oder für dein Gegenüber vielleicht ja auch sogar. Und hier haben wir ja die Kommunikation, das ist Merkur, der gehört auch zum Zwilling, dritte Haus. Und das dritte Haus haben wir bei deinem Gegenüber. Und da es ja hier um dich geht, denke ich mal, dass mit Merkur gemeint ist, dass das auf dich zukommt. Mein lieber Schütze. So, jetzt gucke ich mal noch nach einer Energie. Also ein gut gesunder Weg. Also ich sehe ja schon, du gehst da gesund. Mit dem IC und mit neun der Münzen kein Problem. Aber trotzdem, eine Energie für euch beide, die den gesunden Weg einschlägt. Eine Energie, die den gesunden Weg einschlägt. Page der Schwerter. Ja, der Page der Schwerter, wenn ich mich jetzt recht erinnere, hier geht die Sachen auch an. Der ist noch ein bisschen unerfahren in den Themen. Aber der ist voller Willenskraft, Gedankenkraft, auch Kommunikation und Gedanken, auch zu äußern wahrscheinlich. Einfach, was man denkt. Es ist halt ein Neuanfang, was man da jetzt vielleicht. Vielleicht macht man das zum ersten Mal, zu äußern, was da einem wirklich auf dem Herzen liegt. Und eine Energie, in die ihr nicht gehen solltet, die nicht gut wäre. Und da geht meine Kerze auch direkt aus, tut mir leid. Königin der Kelche. Ja, damit sehe ich noch nicht. Zu sehr, ja, okay, ich verzeih dir und direkt sanft sein und gutmütig ist eigentlich eine mega geile Energie. Aber da das Universum sagt: Nee, 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 halt, stopp, kannst du machen, aber ja. Und hier haben wir noch die Welt, Abschluss als Hauptenergie. Irgendein Kreislauf wird sich ändern bei euch, irgendwas wird hier einen Abschluss finden. Ob das Verzeihen ist, das ist auch so eine sehr gefühlsvolle Energie. Vielleicht nimmt das jetzt auch das Ende erstmal, dass man nicht alles sagt, ja, okay, weil ich verstehe dich, ja, das ist ja sehr verständnisvoll, auch sehr spirituell und sehr gütig. Aber unterm Deck haben wir ja die Welt Abschluss. Ich bin gespannt, lieber Schütze. Für dich brauche ich keine innere Kindarbeit-Karte ziehen. Ich sehe, du bist da schon auf dem Weg. Du hast anscheinend einen Plan. Also, ich freue mich, wenn ein Impuls dabei war. Wenn ja, freue ich mich auch über ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, in der nächsten Phase von Vollmond bis zum Neumond. See ya!